Eigentlich sollte der Neujahrsempfang des Ortsrats Westhagen am 9. Januar im Treffpunkt am Markt dazu dienen, die Vorhaben für 2020 vorzustellen und den scheidenden ersten Stadtrat Werner Borcherding durch einen Rückblick zu würdigen. Das geschah auch, aber zunächst thematisierte Ortsbürgermeisterin Ludmilla Neuwirth den Beschuss des Westhagener Schulzentrums mit Feuerwerkskörpern in der Neujahrsnacht. Was aber uns auch die Polizei Wolfsburg bestätigt hat, hat gesagt, ja, Westhagen ist sicher. Und das konnte passieren überall, nicht nur in Westhagen. Na nun ist es, sage ich mal, bei uns passiert. Westhagen sei ein sicherer Ortsteil, betonte die Ortsbürgermeisterin. Sie lobte in ihrer Rede die Arbeit der Feuerwehren und der Polizei in der Neujahrsnacht. Kritik gab es hingegen an lokalen Medien, die unsachgemäß und mit falschen Informationen über den Vorfall berichtet hätten. Was noch ein bisschen mich wieder als Ortsbürgermeisterin gestört hat, dass zahlreiche Presse, nicht nur Wolfsburger, auch andere angerufen haben und da immer so Vermutungen gestellt haben. Und ich erwarte auch noch mal von der Presse, wenn man schon was berichtet, dass doch die Presseerstattung so ein bisschen auch richtig ist. Wenn ich da in einem von unseren Wolfsburger Presse lese, 4 Klassenräume wurden beschädigt, in Wirklichkeit ist nur einer. Weil der Angriff auf das Schulzentrum kein Fall sei, der Westhagen spezifisch sei, ging Neuwirth dann über zu den eigentlichen Themen des Neujahrsempfangs des Ortsrats, zu dem knapp 30 Personen gekommen waren. Neuwirth stellte fest, dass wichtige Bauvorhaben in Westhagen im Jahr 2019 erfolgreich durchgeführt oder auf den Weg gebracht worden seien. Besonders der Rückbau der Wohnanlage in der Dessauer Straße sei gut vorangekommen. Das Thema werde Westhagen und den Ortsrat auch in 2020 beschäftigen, ebenso wie die Planungen zur Modernisierung des Schulzentrums in der Halberstädter Straße. Hier sei auch am ehesten mit Konflikten zu rechnen, so Neuwirth. Möglicherweise gibt es einen großen Diskussionsbedarf bei der Planung des Schulzentrums, neue Planung. Aber da habe ich auch schon die, sage ich mal, erste Rückmeldungen, dass der Ortsrat sich ja einig ist. Wir stehen dazu, dass das ein Neubau sein wird. Vielleicht wird es kompliziert dann mit der Finanzierung. Und das wird eine Herausforderung, vielleicht auch gegenüber dem Staat, dem Rat der Stadt Wolfsburg. Einen versöhnlichen Schluss des Empfangs gab es durch die Verabschiedung des ersten Wolfsburger Stadtrats Werner Borcherding, der Ende Januar 2020 in den Ruhestand geht. Borcherding hat als zuständiger Dezernent die Umsetzung des bundesweiten Förderprogramms Soziale Stadt in Westhagen koordiniert. Durch dieses Projekt sind seit dem Jahr 2000 ungefähr 12 Millionen Euro von Bund, Land und Kommune in die Entwicklung Westhagens geflossen. Neben städtebaulichen Projekten wurde damit das Stadtteilmanagement gefördert, dessen Ziel es ist, die Zivilgesellschaft in Westhagen zu stärken und die Lebensqualität dort zu erhöhen. Das Förderprogramm läuft in diesem Jahr aus. Im Anschluss müssen gerade für das Stadtteilmanagement andere Finanzquellen gefunden werden. Im Namen des Ortsrats lobte Ortsbürgermeisterin Ludmilla Neuwirth die Arbeit Borcherdings bei der Koordinierung des Förderprogramms. Obwohl er Jurist sei, habe er eine klare Sprache gefunden, um die Menschen in Westhagen mitzunehmen. Er habe eine hervorragende Kenntnis des Ortsteils gehabt und durch Geduld und Zuverlässigkeit in den vergangenen 20 Jahren die positive Entwicklung Westhagens mitgestaltet. In seiner Dankesrede gab Borcherding das Lob weiter an sein Team und das Stadtteilmanagement. Gelungen, das ist schon angedeutet worden eben, ist das allerdings nur durch ein starkes Team. Das war ich ja nicht alleine. Da sind Rainer Becker, da sind Christian Teigler, da ist stellvertretend für viele andere, die mit ihm das getrieben und gemacht haben, Marco Memi aus dem Stadtteilmanagement. Und ich glaube, wir können alle mit Fug und Recht sagen, die Ergebnisse können sich sehen lassen. Westhagen habe vor allem von der Beteiligung der Zivilgesellschaft an öffentlichen Projekten profitiert. Im Hinblick auf den Angriff auf das Schulzentrum in der Neujahrsnacht mahnte Borcherding entsprechend zu Besonnenheit. Die Schuld Geflüchteten zuzuschieben, entspreche nicht den Tatsachen. Wer mit den Vorfällen Stimmung gegen MigrantInnen mache, fördere gesellschaftliche Spaltung statt Miteinander. Wichtig sei eine bessere Sozialkontrolle, die im privaten Familienbereich losgehe und über die Kindertagesstätte bis zur Schule reiche. Borcherding wertet die Umsetzung der Fördermaßnahme Soziale Stadt in den vergangenen 20 Jahren als Erfolg. Nicht zuletzt deshalb, weil der Projektbeginn schwierig gewesen sei.
Also zum Anbeginn des Projektes Soziale Stadt hatten wir schon einige Schwierigkeiten, dieses Projekt überhaupt zum Laufen zu bringen. Das hat dann auch dazu geführt, dass ich die Projektverantwortlichkeit übertragen bekommen habe, weil allen im Rathaus dann auch klar war, das muss einer der Dezernenten unmittelbar betreuen, unmittelbar in die Verantwortung nehmen und zu seiner Sache machen. Damals hatten wir hier mit der Aufnahme in dieses besondere Städtebauförderprogramm eine große Chance. Aber wir waren damals noch auf dem Weg zu finden, welche Projekte machen dieses Projekt denn für Westhagen aus. Insofern war das die Startsituation. Viele gute Ideen, aber was wird es dann konkret? Und dann haben wir uns tatsächlich ganz schnell auf den Weg begeben, konkrete Projekte hier zu entwickeln, gemeinsam mit den Menschen hier vor Ort, gemeinsam mit dem Ortsrat, und sind dann in 2002 auch schon in die Umsetzung gekommen. Manchmal habe sich allerdings sogar herausgestellt, dass es letztlich besser war, dass bestimmte Dinge nicht so umgesetzt wurden wie vormals geplant. Der Rückbau der Wohngebäude in der Dessauer Straße sei dafür ein Beispiel, sagt Borcherding. Ich denke da an die Dessauer Straße. Wir hatten vor 5 Jahren noch ganz andere Überlegungen. Da dachten wir nämlich, das sei mit einem Teilrückbau getan. Ich bin froh, dass wir das damals nicht auf den Weg gebracht haben und dass sich die Rahmenbedingungen so verändert haben, dass wir unterm Strich hier jetzt den Totalrückbau haben und das Zentrum in Westhagen eine komplett neue zweite Chance erhält. Für die Zukunft Westhagens hat der scheidende erste Stadtrat Wolfsburgs 3 konkrete Wünsche. Dann werden wir feststellen und ich werde sehen, dass es hier ein attraktives Einkaufszentrum in der Mitte von Westhagen gibt, dass es hier neues, attraktives Wohnen für ganz viele Menschen gibt und dass die Westhagener stolz auf ihren Stadtteil sind.